Hallo, ich bin Petra, Kampfjet-Pilotin in Lager und heute zeige ich euch meinen Job. Das ist mein Arbeitsgerät, der Eurofighter. Ich befinde mich jetzt seit 7 Monaten in der Umschulung, um dann in 2 bis 3 Monaten in Nörvenich dieses Kampfflugzeug zu fliegen. Wenn man zum Shelter kommt, macht man erstmal einen Walkaround, sprich man geht einmal um den Flieger herum, schaut sich nochmal die Hauptaspekte an, dass wirklich alles in Ordnung ist. Also die Fliegerei hat mich von Kind auf an fasziniert. Als ich mich dann näher damit beschäftigt habe, wurde mir aber klar, dass das reine Passagierfliegen nicht so mein Fall ist. Daher bin ich dann zur Bundeswehr gegangen, da man dort mit einem Kampfjet halt mehrere Möglichkeiten und mehrere Einsatzgebiete hat. Wenn man dann die ganzen Checks erstmal hinter sich hat, durch die erste Wolkendecke stößt und dann bei einem regnerischen Tag als Einziger dann die Sonne sieht, dann gibt das einem so das Gefühl der Freiheit. Ich bin 2007 zur Bundeswehr, bin dann erstmal ein Jahr an die Offizierschule, bin danach für mehrere Jahre nach München an die Uni, habe Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Von dort aus ging es dann in die fliegerische Ausbildung, unter anderem für 1,5 Jahre nach Texas, danach nochmal 1,5 Jahre nach New Mexico. Und bin dann nach Büchel versetzt worden, bin dort 5 Jahre den Tornado geflogen und befinde mich jetzt auf Umschulung auf dem Eurofighter in Lage. Als Bewerber für diesen Job sollte man vor allem ein gewisses Interesse an der Technik mitbringen, sowie Durchhaltevermögen und die Bereitschaft, sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen. Den deutschen Luftraum zu sichern, erfüllt einen selbstverständlich mit Stolz, dafür eintreten zu können und die Sicherheit letztendlich wahren zu können. Du willst mit uns gemeinsam Deutschland schützen? Dann informiere dich auf karrierekaserne.de und bewirb dich jetzt.